Moin moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu der Coop-Kampagne Warhammer Total War mit Max am Start. Hi und mit Linus. So, die Großherde ruft, aber ich werde nichts unternehmen, denn ich will keinen Malus auf mein Hornwachstum bekommen. Nicht jetzt. Was machen wir jetzt wegen diesen krassen Zwergenarmeen, die eben schon unsere kleinen Horn geklatscht haben? Gar nichts. Wir bleiben doch jetzt eh erstmal stehen. Und dann gucken wir, wie die sich bewegen. Naja, ich könnte Richtung Migdal Vungal warten. Ich muss noch wegen meinen Karschagos. Ich weiß, aber ich könnte mich ja trotzdem ein bisschen dahin bewegen, oder nicht? Ich bleibe in deinem Radius. Ja, spielt keine Rolle. Ich würde sagen, einfach je nachdem, wie die sich auch gleich bewegen, gehen wir noch Migdal noch. Wenn nicht, würde ich sagen, gehen wir nach Averheim und gehen dann eher den Ostteil des Vampirs noch ab. Weil der war eher noch bei den Menschen vorne, ne? Ja. Können wir vielleicht ist da hinten leer. Genau, du verstehst. Mal weißt du, was hier so ein Gebäude kostet? 6.000 später. 6.000. Das ist eine Menge Geld. Das nächste, was ich baue, ich meine, die sind echt nicht teuer zum Glück. Obwohl doch hinten raus werden sie auch ein bisschen teurer. Aber es geht eigentlich. Naja, dann mach es, stell dich hin und spiel ab. Es gibt ja keine zweite Horde mehr. Irgendwie vermisse ich das. Naja, ich will auch, sobald das eigentlich irgendwie auch wieder geht, auch eine zweite Horde wieder zu kriegen. Das ist schon irgendwie geiler. Ja, dabei minus 2000 nimmt auch echt ein bisschen Druck raus. Das ist auch mal ganz angenehm. Dass ich nicht immer weiß, drei Runden und vorbei oder so, ja. Sondern jetzt habe ich noch so an die 9 Runden. Ich kann ja auch noch ein bisschen bauen. Das ist alles schon ganz schick soweit. So, ich kann aber nicht meine ganze Armee auf die Außerkornen umstellen, sonst geht das irgendwann mit dem Geld nicht mehr hin. Ich mache sogar plus jetzt 108, aber gleich werde ich miese machen. Ja, ich habe noch einen Boni hier, minus 25% Rekrutierungskosten. Das ist halt noch eine Runde, dann mache ich auch einen Tick mehr. Aber trotzdem, 6 Runden sind sicher drin. Ja, bei mir jetzt im Endeffekt noch nahezu unendlich. Ich werde sogar noch mehr bauen, was soll's. Ah, die kann ich gar nicht. Haha, passt ja, weil die Drachenoger sind noch von der letzten Runde in der Rekrutierungsleiste mit dabei. Jetzt rekrutiere ich tatsächlich sogar am Maximum. Und in einer Runde können wir dann eigentlich auch schon weiterziehen. Dann habe ich halt noch ein paar von den normalen, die sind ja auch nicht schlecht gewesen. Und dann sind fast alle wenigstens schon die Außerkornen. Dann habe ich immerhin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück von denen. Ich glaube, ich gehe nur noch auf teure Einheiten. Ja, ich jetzt auch, an sich. Aber da die halt nur eine Runde kosten an Zeit, weil es die normalen Außerkornen, ja, das ist schon, können wir uns schon bewegen. Das ist schon ordentlich. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ich sehe jetzt nichts mehr bei dem Zwerg, weil wir da nichts mehr haben. Deswegen würde ich sagen, wir gehen nach Averheim. Du chillst jetzt aber noch die Runde, oder? Nö. Jetzt bist du bewegungsbereit. Ja, jetzt bin ich voll bewegungsbereit dran, also direkt nach Averheim. Averheim? Denn von Averheim können wir dann weiter nach Festung Obersteier, dann nach Tempelhof und nach Eschen. Okay. Soll ich tunneln oder kommst du nicht so weit? Na, tunneln wir noch nicht, solange wir im Gebirge sind. Okay. Guck ich mal, ob ich mich noch ein bisschen aufladen kann. Ja, da kannst du schon weitergehen. Ja, ich könnte jetzt auch noch Leute rekrutieren, ne? Ja, dann mach es. Wie viel Geld hast du jetzt noch? Noch 16 Riesen. Und ich mach 2 Minus. Aber ich muss ja noch was für Rekrutierung ausgeben. Das ist schon fast so knapp. Ich werde gleich auch wieder Minus machen. Und zwar ordentlich, weil gleich werden Drachen-Oger-Schagotts und so fertig die Kosten. Das heißt, ich kann jetzt erstmal nicht weiter rekrutieren. Nee, dann lass uns gleich weitergehen. Ich könnte, ja, na gut. Und die das Refreshen brauche ich aber eigentlich trotzdem wenigstens. Damit die alle voll sind. Ja, ich glaube, wir müssen hier einigermaßen safe sein. Das heißt, ich kann vielleicht auch schon gleich ein bisschen weiterlaufen. Ja, du kannst doch weiterlaufen und ich komme im Tunnel nach. Das müsste schon gehen. Genau. Ich werde meine noch normal aufladen, dann gehe ich nur halb so weit. Das geht. So, jetzt mache ich 960, also sagen wir mal, 1000er mache ich jetzt Minus und ich habe noch 10.000. Na gut, kommst du länger durch als ich. Und zwar so lange sogar, dass ich mich überlege, noch ein, zwei Außerkunden noch mit reinzunehmen. Ach, ich lasse es erstmal. Das kann ich immer noch machen, wenn wir ein bisschen Geld nachher. Wir haben jetzt einfach keinen Plan B gerade. Bevor wir Averheim nicht geplündert haben. Lassen wir Averheim da hart besetzt sein, ne? Was machen wir dann? Dann wird's schon knapp.
Deswegen lasse ich das, glaube ich, jetzt erstmal. Ein 1000er Minus ist okay. In 10 Runden, da kann man echt einiges mitmachen. Aber trotzdem, darauf freue ich mich echt bei der nächsten Schlacht dann auch mal hauptsächlich so an den normalen Infanteristen, da die Außerkorn und am Stissel zu haben. Das ist schon fett. Gut, ich laufe jetzt flink nach Arweim, ja? Genau. Jetzt kannst du so schnell wie möglich. Das ist doch schön. Das sind schön. Auch echt knappe Runden, ne? 15 Sekunden. Ja, das ist so gut. Na, wo kann ich da hin? Kann ich hier vielleicht sogar noch mein Lager aufbauen? Ja. Sehr schön. Meine nämlich kein Malus wegen der Vampirscheiße. Oder was gibt's hier? Gibt's hier Vampirscheiße? Da war auf jeden Fall irgendwas angezeigt. Und ich mach sogar noch ein bisschen Refresh. Also alles cool. Ich glaube, hier ist noch keine Vampir-Scheiße, weil es hier noch zerstört ist. Ja, mir wurde angezeigt, dass ich da einen Malus mache. Aber ich mache irgendwie fast nie einen Malus, insofern. Bis jetzt nur Vampir-Korruption gibt mir einen Malus. Nicer Scheiß. Okay, ich leide auch auf Vampirland. Ja, ich nicht. Weil ich kann ja, solange ich meiner befestigten Stellung bin, mache ich es nicht. Ich muss da einen Tunnel halt nehmen. Ja, geht ja, wir sind da eher flexig. Ich glaube, meine Großherde lebt noch hier unten. Also ist mittlerweile nur eine Kleinherde. Und du hattest recht da seinerzeit. Sarakzil, da ist eine ganze Armee dran. Schicke ich die nicht dahin. Ja, vielleicht an der Küste weiter, dem Estalia-Typen. Ne? Nach Zvorak. Da kam da jetzt auch hin. Dann guck mal, wie weit ich da oben jetzt noch komme. Jetzt bist du schon eine ganze Menge weiter gelatscht. Bei mir sind eher so, dass die Flüsse teilweise auch entscheiden. Ja, aber auf dem normalen Weg wäre ich auch recht weit gekommen. Also müsste das gehen. Da wäre ich sogar noch weiter gekommen als jetzt. Ich komme so weit tatsächlich. Und jetzt mache ich einen Malus, weil ich nicht in meine gedeckte Stellung gehen kann. Aber ist nicht so schlimm. Also hast du auch den Vampir, ja, hast du ja gesagt. Weil ich halt nicht Lageraufstellung. In Lagerstellung regeneriere ich mich trotzdem noch. Oh, Arweim hat ordentlich Leute. Ja, wir haben auch ordentlich Leute. Könnte eine witzige Schlacht werden. Das könnte eine gute Schlacht werden. Läuft richtig. Läuft nicht mehr richtig. Jetzt läuft ganz und gar nicht richtig. Du hast doch Kacke. Was hat er denn da? Oh, das ist keine schlechte Armee. Zumindest alles, was dann hier hinten kommt an Creeps, die er schon richtig hat, das sieht nicht schlecht aus. Und Arweim selber hat auch eine gute Garnison. Weiterziehen? Wir kommen ja nicht an ihm vorbei, aber nach Weisenburg, aber da wird er nichts, das wird nicht Geld bringen. Nach Festung Obersteier, wir ziehen an Arweim vorbei, auf dem Feld sind wir ihm überlegen. Wir dürfen nur nicht in Reichweite von Arweim stehen bleiben, damit die Garnison nicht mitgezählt wird. Aber dann sind wir ja wieder härter. Na gut, dann gehe ich nach Festung Obersteier, ja? Na top. Stärchen. 5 Runden. Ja, 7 Runden. Das Schöne ist, meine Herde wird durch den... Nee, wird nicht mitgeheilt durch den Boni. Okay, mal gucken, was die so noch machen. Ah, der Sonnenschlinger ist wieder da. Na gut, jetzt kann ich ihn zwar nicht rekrutieren, aber er ist auf jeden Fall wieder da. Ja, top. Ich bin in deiner Reichweite und kann noch mein Lager aufschlagen. Bin ich in Reichweite von Arweim? Nee, bin ich nicht. Perfekt. Das passt. Guck mal, das ist sogar der Ork, ne? Mit einer kleinen Armee. Ja, auf den will ich auch nicht unbedingt treffen. Ach, der kann doch nichts. Der kann nichts. Mit ein bisschen Glück bleibt er. Ja, der Vampir bleibt, wo er ist. Dann ziehen wir schön weiter nach Obersteier. Festung Obersteier und danach Schloss Tempelhof. Schloss Tempelhof, das wird uns so krass viel Geld bringen. Nein, gibt's richtig Kohlen zusammen. Oh. Hat er eine weitere Garnison? Ja, hat er. Können wir trotzdem machen, wir sind mehr, aber ist verlustreich. Ich kann die Armee leider nicht einsehen. Er hat teilweise auch sehr schlechte Armeen gehabt. Ja, seine Armee hat hier 3 Varguls, es hat hier diese anderen, Varguls und Wargeister meine ich, 3 Wargeister, Varguls, den Drachen, Reitereien und nur wenige Zombies sind dann sogar schon Verfluchte mit Zweihandwaffen. 4 Bimbos, der Rest sind richtige Männer.
Festung Obersteier hat auch hier sowas wie Gruftschrecken oder die Fluchritter. Also ist nicht ohne. Tja, aber irgendwas müssen wir angreifen. Das ist richtig, das ist vollkommen richtig. Sagen wir, versuchen es einfach. Es bleibt uns auch anders übrig. Okay, ich kann sogar noch näher ranziehen. Das muss schon laufen. Ich meine, wir haben mittlerweile echt auch harte Banger. Das darf man auch nicht unterschätzen. Verstehst du, die sind einfach cool. Wir brauchen die Kohlen. Ich habe noch ein paar einfache, die hätte ich gerne noch ausgetauscht gehabt. Was macht er? Er hat da seine zweite Armee irgendwie kurz hingezogen, jetzt wieder nicht. Wieder weg. Das war eine komische Aktion. Könnten wir nach Avaheim jetzt gehen? Weiß ich nicht, aber das ist zu risikoreich. Ich sehe nur von seinen beiden Armeen, die er hat, insgesamt nur eine. Belagern oder ranstellen? Belager mal Festung Obersteier. Wenn mir ein kleiner Kniff gelingt, können wir vielleicht seine Armee separieren von der Garnison. Okay. Belagern wir so. Ich glaube, viel mehr geht auch nicht. Ich schau mal kurz an, was hier unten meine Großherde macht. Die ist gut auf dem Weg, aber wird in Svorak sterben. Naja, ist ja okay. Die hat eine Menge erreicht. Eine neue, das wäre ja auch recht. So, jetzt weißt du nämlich, jetzt greife ich nämlich seine Armee vor der Stadt an und er haut mit dir ab. Verstehst du? Die ist jetzt weg. Sehr schön, mein Lieber, sehr schön. Ja, mal gucken, er kann sie natürlich insgesamt noch bewegen. Kann sie ranziehen. Aber dann greift der uns an, dann sind wir in der Defensive. Ja, aber dann sind wir dann, dann ist seine Burg nicht mehr dabei. Ne? Oh, schön. Könnte klappen. Ich meine, er könnte jetzt einfach nur reinziehen in die Stadt nach Obersteier. Oder seine zweite Armee wieder nachholen. Nee, er macht's gar nicht. Weg. Ja, es hat geklappt. Weil damit wird der Tempelhof natürlich noch härter. Aber so, meine Großherde wurde wie erwartet vernichtet. Tempelhof hat so eine geile Garnison. Perfekto. Trotzdem cooler Zug. Also ich kann jetzt angreifen, ne? Ja, mach. Ich bin auch voll auf Stisse. Könnten wir auch spielen. Na, da haben wir ein schönes kleines Ding. Ich meine, klar, das werden wir jetzt locker gewinnen, aber ich meine, davon haben wir jetzt eine Menge geskippt. Nicht so verlustreich, also. Ja, ich sehe aber auch mal meine Außerkornen, weißt du, ein bisschen. Obwohl, ich komme, glaube ich, erst nach. Ja, du kommst nach. Das heißt, ich kassiere erstmal wieder viel. Nee, meine Drahtoger-Schagotts, wenn ich die durchrennen lasse, sind wahrscheinlich noch vor dir an den Wellen. Das werden wir sehen. Mit denen gehe ich wieder direkt auf die Tore und dann breche ich durch. Ich meine, ich habe meine Minotauren, die sind nicht ganz so flink, aber die schmeiße ich auch an. Ja, und du bist ja vor mir da, das müsste zeitlich irgendwie passen. Wo haben wir denn die gute Feste? Da ist er. Okay, da okay. Komm mal zu mir rüber. Ja, das sollte ich erstmal tun. Ich gehe ein bisschen in die Ecke. Das Geile ist wirklich, dass Schloss Tempelhof, die Stadt, die danach kommt, die ist urisch reich. Und da hat er die Truppe hingezogen, da gibt es auch nicht so eine geile Garnison wie hier. Dadurch haben wir sie wirklich richtig schön ausgetrickst. Kämpfen jetzt dadurch zweimal in ordentlicher Überzahl. Und hast da sogar so richtige Türme? Naja, ich bin professionell unterwegs. Hast du unterwegs doch auch nur ein paar Stöcker gesammelt, so sehen die doch aus. Ach, jetzt sag nicht sowas. Ey, gut, ich meine, es ist auch nicht so deine Kernkompetenz hier wahrscheinlich, so Belagerungsgeräte zu bauen. Ich finde es schon ganz ordentlich, was hier zusammengezimmert haben. Okay, da kommt hier ein bisschen verteilter. Ah, es wird knapp. Okay. Dude. Kommt natürlich erstmal mein General nach vorne. Der macht immer die größten Wumms. Schön die Außerkornen. Genau da. Geil, geil. Auf die freue ich mich echt. Die muss ich mir ja gleich auch mal im Nahen ein bisschen mehr anschauen. Das solltest du auch machen, falls ich deine Perspektive nehme. Guckst du dir ruhig mal kurz an. Schön leuchtende Waffen. Ich will sie auf den Wellen sehen und gucken, was sie leisten. Ja, ist mir klar, dass du das sehen willst.
Alter, die sind zu weit rechts aufgestellt. Die haben sich kacke gegen uns positioniert. Ist doch schön. Also, drauf fertig. Harte Leute. Harte Leute. Wo ist er denn da oben? Ach, weißt du was? Gefällt mir erstmal gar nicht, dass er sich da so ein bisschen da rechts positioniert. Gibt's erstmal ein kleines Bombardement. Ja, meinst du nicht auch? Hau raus. Ich schieß auch mit meinen Artillerieeinheiten. Ja, aber ich meine sowas hier. Oh, du hast deinen eigenen Turm gerade beschossen. Nein, das passiert. Präzision ist nicht so deren Ding. Na, siehst du mal. Ging ja flink. Sind deine Leute überhaupt schon da? Ja, so ziemlich. Hat also dahinter noch was? Mein General, ja. Und die ersten Drachen-Oberschalkopf kommen an. Das reicht ja. Ich meine, der andere Typ, den ich habe, der kann eh fliegen. Wie kommt denn da aus den Lüften? Ach, keine Chance. Da kommt nur. Habe ich noch ein bisschen Stuff rein? Ein bisschen Geschwindigkeit, Vitalität, Schadensresistenz. Genau, sowas. Und da sterben sie auch alle schon. Ich will noch schön meinen Riesen zum Einsatz bringen. Da muss ich schon fast beeilen. Aber ich glaube, da wird noch ein bisschen kommen. Keine Sorge. Jetzt kommt mein Manticore-Reiter noch dazu. Eine Menge scheiß Fliegenfinger. Naja, ich brauche schon gar nicht mehr auf die Welle draufgehen. Da ist doch schon gar nichts mehr. Siehst du das? Keine Chance haben die. Oh. Ja. Ich weiß, mit den zwei Truppen habe ich die ja schon. Nehmen wir mal den anderen hier mit entgegen. Ja, ich gehe außen rum, ich gehe auf den Platz. Na gut, dann gehe ich mit meinem Held und mit meinen Schagotts gehe ich an den Mauer entlang. Und mit meinen Auserwählten gehe ich da mit dir mit. Zumindest mit einer Hälfte. Das ist ja nicht. Die Drachenburger zusammen mit dem General, das ist einfach, die preschen an und dann steht der auch nicht mehr viel. Ich glaube, da zaubern wir nochmal klein. Da ist doch noch mein Riese dabei, wa? Weil der steht da gerade eigentlich nur oben. Okay. Wenn du mal ganz genau anschaust, der steht ja, in der Schlange. Pass mal auf, was der am Ende wieder gekillt hat. Bin gespannt. Dann lass mal schön auch weitergehen. Naja, ich bin gleich da. Aber ich bin da schon recht schnell vorangeschritten jetzt eigentlich, mit allem, was ich sah. Da kann ich nicht meckern. Das ist auch echt schön mit den Chagots, die sind einfach dazu auch noch so schön schnell. So schön schnell durch die Gegend ziehen. Und hier gegen die Zombies, das macht Laune. Breschen natürlich hart durch. So, da kommen erst seine richtigen Leute. Ja, soll er. Ich habe noch einen Fliegeteins, der kommt jetzt noch dazu. Jetzt haben wir sie da schön umrundet. Jetzt fahren wir sie dann noch schön mit in die Flanke. Das ist doch schlägst aus. Weil das Traurige ist, meine Auswahlkorne kommen wahrscheinlich schon gar nicht mehr ran. Das war's doch schon. Halten sie dich aber noch so ein bisschen auf. Ah, ja gut, die sind halt... Ach, erzähl doch nicht. Ja, sehe ich doch. Die sind hier die Härteren. Das sind immer ein Fluchritter. Ist sogar noch eine Kleinigkeit. Das müsste vom Timing her ganz gut passen. Geil, der Riese kotzt da auch irgendwas rum, oder schreit der nur? Ja, gut getroffen. Deine nicht. Sauber. Ja, ach. Brauchst du keine Gedanken drum machen. Einfach nur smashed. Geil. So muss es laufen. Ich habe immerhin einen von den Minotauren, glaube ich, verloren. Was? Ich habe 51. Oh, mein Riese hat mit 26 diesmal gar nicht am meisten. Ich habe hier meine Katapulte 35. 51. Der ewig Auserwählte. Der macht das. So, 8.500 brauchen wir noch. Wir sind an. Das nehme ich natürlich Schaden hier, das ist eklig. Das ist verdammt wenig.
Das ist traurig. Ach, nein, bis so. Ich kann hier noch auf Bestienpfeiler nutzen stellen, dann nehme ich keinen Schaden. Nice. Immerhin das, ne? Bisschen mehr, weil ja 8000 ist, es bringt uns nicht groß weit. Ne, wir müssen auch gleich weiter nach Schloss Dempelhof. Nächste Runde müssen wir das knacken. Okay. Du kannst das ja schon mal belagern. Aber das ist natürlich auch risky. Nee, ich bleib schön in meiner Stelle. Wenn ich auch noch ein bisschen erholen kann, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich kann nämlich noch ein Gebäude bauen. Ich kann nämlich jetzt das erste Gebäude bauen, was dann den Baum freischaltet für Artillerie. Das, was danach kommt, bringt mir dann den Todbringer-Artillerie. So was brauchen wir ja auch noch. Insofern gib bitte das erstmal. Na ja, gut. Aber 8000 ist echt schade. Ich hoffe, Schloss Tempelhof bringt ein bisschen was rein. Ja, guck mal, Schloss Tempelhof bringt auch eine Menge. Oh, die Zwerge wollen was von mir. Frieden für 2000. Kann ich ihnen eigentlich nicht geben, ne? Aber wieso? Er attackiert mich jetzt ja nicht unbedingt. Ja, dann kommt jetzt irgendwo sonst du kannst ja vielleicht fordern, dass er mir Frieden geben soll, weißt du? Ey, komm, zwei Riesen ist eine Runde für mich noch. Ja, aber dann machen wir durch Plündern trotzdem viel mehr. Ich kann ihn jetzt attackieren, oder willst du das tun? Wenn wir denn... Lass mich attackieren, dann können wir nämlich schon die Runde direkt angreifen. Genau. Alles klar, ich glaube, näher komme ich nicht. Nee. Guck dir mal, was er da hat. Ja, ich freue mich auch schon tierisch drauf. Das ist eine harte Wir werden Arme. Hart gerankt, aber das müssen wir auf jeden Fall spielen und das wird auch eine super geile Nummer. Das sind halt unsere Generäle, die so hart auch mit reingerankt werden. Ne? Zwei Level 30er Generäle. Ich meine, gut, er hat in seiner größeren Armee auch noch einige. Aber da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, würde ich sagen, das machen wir einfach in der nächsten Folge. Cliffhanger, Cliffhanger, alias Freunde.